Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 7. Ja, letzte Folge wieder ordentlich rumgeraged. Wir haben wie blöd gesucht, bis wir den Schlüssel hatten. Wir hatten den Bossfight gegen den guten Jack, den wir gewonnen haben, aber er ist definitiv nicht tot. Und jetzt können wir hier raus. Den letzten Hundekopf. Frische Luft. Dietrich. Ja, hier war noch irgendwo was. Eine Münze. Das haben wir ja gesehen, als wir hier dieses Zeug eingeschmissen haben. Halt auch gar nichts craften. Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Für sie ist es zu spät. Vielleicht gehört er Zoe? Defekte Pistole. Gehört mir auf jeden Fall jetzt, was sie aus diesen Käfigen holen. Damit könnte man unser Leben schon zum Beispiel erhöhen. Was ist das hier? Stabilizer, Stabilisator. Was steht da drauf? Ich kann es nicht sehen. Increase. Any Reloading Speed. Increased, oder? Ist beides eigentlich relativ gut. 44er Magnum, viel Rückschlag und hohe Mannstoppwirkung. Ich glaube, die brauchen wir jetzt noch nicht. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal die Sachen, die uns hier verbessern. Hau dir rein, die Scheiße, Alter. Bisschen stärker werden. Steht da dran, entspannt die Muskeln und reduziert Stress, wodurch sie schneller nachladen können, wirkt dauerhaft. Sehr gut. Mal gucken. Ja, deutlich besser. Sie ist defekt, aber man kann mit einem Reparatursatz wieder einsatzbereit gemacht werden. Dann schmeiße ich hier erstmal die Kiste rein. Bis wir mehr wissen. Safen könnten wir auch mal.
So, ansonsten ist hier nichts mehr. Nö. Oh. Sorry, Bruder, oder? Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also, was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Das wird lustig. Ich glaube, geht das hier zu Lucas? Ich weiß auf jeden Fall, das Gewächshaus mit der Alten weiß ich noch. Ich weiß, denn Lucas seine Area da. Ah ja, hier wurden wir, glaube ich, reingeschliffen, oder? Pillen. Ergänzungsmittel, die auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verbindung zur Arznei verarbeitet werden. Aha. Nervengiftgranaten. What the fuck, Alter. Und dieses Psychotonikum, meinte ich. Na, wir müssen den Weg hier, glaube ich, gehen. Will ich diesen Weg gehen? Nee, definitiv nicht. Müssen wir? Leider ja. Oh yeah. Reparatursatz. Warte mal, war hier unten auch nicht irgendwo die Stelle, wo mir gefangen genommen wurde? Ein Macro, die erwischt hat? Glaube. Relativ kraftvolle Pistole, sie ist in einem schlechten Zustand, aber scheint noch gebrauchbar zu sein. Ja, das Problem ist... Kann ich das bei der hier nicht benutzen? Ich behalte es mal ganz kurz bei dir noch dabei. Weil für die andere habe ich ja halt diese kraftvollere Munition. Wobei ich werde es sicher bereuen. Später dann irgendwas kriegen, Flammenwerfer oder was da noch kommt. Das könnte auch scheiße sein, die da reinzumachen, Alter. Ich weiß nicht. Könnte ein Fehler sein. Schlagkräftig direkt weiter. Jetzt geht's sofort in das Haus, wo wir gesehen haben, Tape mit mir.
Oh nee, Digga. Februar 1802. Sie ist oben, gehen nicht hoch. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein Flammenwerfer hier gut wäre. Relativ scheiße jetzt, Anna. Okay. Das, was wir gesehen haben. Anscheinend kann er mit etwas anderem kombiniert werden. Mehr Objekte tragen. Ja, endlich mehr Objekte. Bisschen mehr Blaze. Ich höre euch. Sonst noch irgendwas? Ich will meinen Flammenwerfer. Ich will ihn haben. Voll die gruseligen Bilder hier schon wieder, ne? Kommt her, Alter, ich gebe euch alles, was ihr braucht. Wo ist er? Seh nicht. Aufmachen. Heilung ist immer gut. Das ist nicht gut. Dietrich, sehr gut. Sehr gut. So muss das, Alter. Jetzt kann's losgehen, Bitches. Ich brauche dafür Festbrennstoff und flüssige Chemikalien. Soll ich craften, oder? Komm, mach ich mal. Bisschen was auf Reserve.
Sonst ist hier aber nichts mehr. Digga, was schluckt denn das? Ah, aber alles gut. Das hat auch gereicht. Ach, eine Kurbel brauchen wir auch noch. Alles klar. Alter, sind da immer noch welche? Stell die Gesundheit vollständig wieder her, das ist sehr gut. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ekelhaft. What? Ich hatte mal wirklich gut Flammenwerfer-Munition, war es auch schon wieder irgendwie fast. Ethan? Verpiss dich, Alter. Verpiss dich. Stell kein Mist mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Daddy, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum! Tu etwas! Ethan, Hilfe! Verdammt! Ich würde die auch schon gar nicht mehr retten, also ganz ehrlich. Wir müssen ja mal einfach mal überlegen, die hat uns ja fast getötet, ne? Oder. Ja gut, ich will nicht spoilern. Sie wollte uns richtig hart rannehmen. Sehr übel rannehmen. Auf. Nein, was mach ich denn? Falsches Objekt, Alter. Legen Sie ein Objekt auf einen Schandensockel, das nicht dorthin gehört. Trophäe sind dafür bekommen. Nicht schlecht.
Ne, schon richtig so rum. Ist alles nur wieder eine Frage der Perspektive. Mist, 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 Mist! Oh, ist das widerlich. Scheiße. Tausendfüßler. Ah ja, und hier unten wurde sie geschnappt. Oh, das ist die Kurbel, die wir brauchen. So dämlich. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nachdem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe, du armseliges und verwöhntes Kind? Ich wünsche, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben, armselig, 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 armselig. Wenn du meinem Alter auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak. Alter. Crazy Bitch. Ich brauche auch wieder diesen Krähenschlüssel. Na, ich denke, wir müssen erstmal draußen dann die Hütte gehen. Müssen wir raus. Dann müssen wir hier lang wieder. Ich höre sie rumsteppen.
komplett voll, Alter. Oh, der Krähenschlüssel, wichtig. Scheiße, ich will aber nichts wegwerfen. Was mache ich denn jetzt? Das Zeug reinwerfen, was soll ich machen? Kann ich das nicht direkt reinladen, Alter? Schau mal, die kann mich von da drinnen, von dem Fenster aus, seht ihr mich hier draußen. Ist aber, glaube ich, eine Area, wo sie nicht hin kann hier. Kann ich nicht aufheben. Alter, das liegt so viel Zeug rum. Ich kann nichts nehmen, Alter. Es kotzt mich so an, dass man so eingeschränkt ist mit dem scheiß kleinen Inventar. Ich dachte, die ist weg. Trophäe bekommen. Erledigen Sie 2 oder mehr Gegner mit einem einzigen Schuss. Du Fotze, jetzt da oben nicht gleich weg ist. Alter. Erforderlich. Betreffend der Serie-Serums sind folgende Objekte in der Lage, Serum zu synthetisieren: D-Serie Gehirnnerv und D-Serie Peripherradnerv. Ich glaube, das ist es. Alter, das ist widerlich. Was ist denn das da oben? Ach, das ist der Käppi. Ein Serum gefunden?
musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Ich hätte einfach mal so einen Kopf irgendwo rumliegen, Digga. Ganz normal. Elfter Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober, ich sehe und höre Dinge, mir ständig schlecht, bis zum Arzt in der Stadt gegangen, er hat mich gerönt, was passiert mit mir? 23. Oktober, das Kind hat mir ein Geschenk gegeben, einfach nur Oktober, habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt, dort wird es niemand finden. Jeder Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen, jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Sieht irgendwie aus wie so eine gemütliche Leserecke. Oh, deswegen die andere Lampe. Scheiß die Wand an. Oh, nee. Fällt mir ganz und gar nicht. Best mal gucken, dass wir in den Safe Room hier kommen. Ganz kurz mal hier rübergehen. Bevor ich hier weitergehe. Na, vorher müssen wir jetzt dann erstmal, denke ich, mal den Bossfight mit der Alten machen. Muss halt erstmal ein paar Sachen ablegen, dann sammle ich erstmal das ganze Zeug ein. Bevor wir weitergehen. Dietrich sollte man eigentlich immer dabei haben. Ich lasse ihn mal drinnen. Dass ich das Zeug schön sammeln kann. Es ist so behindert, dass man die Dinger wieder zumachen kann. Ich denke die ganze Zeit, dass da noch irgendwas drinnen liegen wird. Das ist mindestens genauso behindert, dass da noch Viecher sind, ne? Dämlich. Oh, ist es dämlich. Und das hier wollte ich haben. Das hier. Ich muss so rumgehen.
Das ist eigentlich so dämlich, was ich hier mache. Ich kriege ja die ganze Zeit nur Schaden. Und dennoch möchte ich ja die ganze Scheiße einsammeln. So, hier hatten wir ja alles. Oh, jetzt habe ich unnötig Schaden kassiert, Alter. Muss hier runter. Na, ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Okay, okay. Was zum Teufel? Das ist neu. Ja, sehr neu. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Boy Gamer YouTube. Haut rein. Ciao.